Ja, moin moin Leute, was geht? Hier ist mal wieder euer Sergeant Papa am Start. Und heute habe ich hier ein weiteres Borderlands The Pre-Sequel Video, aber ein etwas anderes Video. Und zwar über das Jack-O-Lantern Community Event, was gerade stattfindet. Und zwar ist das ein Community Event, was sich in Regolith Range befindet. Und zu dem Easter Egg gehören diese neue diese Füße hier mit den neuen Texturen. Und außerdem diese neue einzigartige Shotgun hier, die mit Kürbisköpfen um sich schießt und damit umliegende Gegner explodieren lässt. Das Ganze hier ist eine Torque-Waffe. Wie gesagt, ich finde das Ganze sehr fett, vor allem, dass es halt wirklich einfach eine unique für ein Event gibt, das ein paar Tage andauert und danach vorbei ist. Und keine Ahnung, ich schicke die Waffe einfach, sie schießt explodierende Kürbisköpfe. Ich meine, was will man mehr? Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig gelungenes Event. Und wenn Gearbox in Zukunft plant, mehr solcher Events stattfinden zu lassen, dann würde mich das wirklich extrem freuen. Das Ganze ist wirklich extrem cool. Das Ganze findet, wie gesagt, in dieser Area hier statt, also bei Deadlift. Und es gibt auch einen neuen Raid-Boss sozusagen. Und zwar an Deadlift. Das ist der neue Deadlift, der ist cooler und sieht anders aus. Und ja, genau, halt's Maul. Und ja, den müsst ihr dann umlegen und von dem bekommt ihr dann auch eine neue, einzigartige Waffe. Das Ganze ist natürlich echt richtig fett und auch richtig cool gemacht. Also wie gesagt, mich hat das auf jeden Fall richtig gefreut. Wow. Das ist natürlich toll jetzt, erstmal hier dick zerstört zu werden. Aber ehrlich gesagt passiert mir das bei Deadlift hier relativ neu. Deswegen habe ich auch hier, bitte? Bitte was? Alter. Nein, wenn ich jetzt sterbe, ich würde ja so eskalieren. Nice. Ich habe einfach eben so. Warum schieße ich eigentlich? Ach, schießt man mit dem Torque? Hat man nur einen Schuss? Wusste ich gar nicht, ich habe den gar nicht so oft verwendet. Allerdings, ich benutze es mal, um den Typen umzulegen, hier die Maggie, weil die ist effektiver. Ich hätte auch halt eben nicht so mit niedrigem Leben in den Kampf reingehen sollen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist ein bisschen dumm. Aber deswegen habe ich ja einen Action-Skill hier, um direkt mein Leben wieder aufzuladen. Das habe ich hier, Necromancer, okay. Aber ich bin da auch gleich auch schon wieder tot. Ich muss mal gucken, dass wieder ein paar Gegner um mich rumstehen. Ich muss nur Deadlift machen, dran, so viel Schaden machen, wie es geht. Aber diese zielsuchenden Elektrokugeln sind einfach echt so asozial und OP. Aber wenn man halt einmal das Schild down hat, kriegt man Deadlift richtig schnell down. Das geht, ist echt so, es geht dann richtig schnell. Ja, das Schild ist down. So, ich muss jetzt, Alter, jetzt pep. Bleib doch mal an einem Ort, Alter. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ey, der Typ ist so ab, ey, Junge. Ja, komm, stirb doch jetzt auch mal. Ey, Junge, bleib doch mal stehen. Der Deadlift wird echt nie stehen. Also, auf jeden Fall, von dem bekommt ihr eine neue einzigartige Shotgun. Also, es ist nicht die einzigartige Laserwaffe. Allerdings habe ich ihn gerade in der Luft getötet. Und ich muss jetzt mal gucken, ob wir hier unsere einzigartige Shotgun bekommen haben. Ich glaube allerdings, so wie es aussieht, nicht, dass wir die einzigartige Shotgun hier bekommen haben. Ist auf jeden Fall sehr schade, weil die Shotgun ist auf jeden Fall richtig geil. Das ist die Lumpy Jack O'Cannon. Und ja, ich hoffe, euch hat das Community-Event soweit gefallen. Das Ganze hier ist eine sehr geile Unique. Zu der mache ich dann auch auf jeden Fall nochmal eine Unique Weapon Guide, auch wenn ihr das im Prinzip gerade schon gesehen habt. Aber wie gesagt, das Ganze endet morgen bereits. Also morgen habt ihr, glaube ich, noch Zeit, hier das Ganze zu machen und zu farmen. Und ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch wie immer gefallen bzw. weitergeholfen. Und ja, wie gesagt, also ich feiere die Shotgun echt richtig, ich finde die echt cool. Diese Kürbiskanone bockt schon echt. Und sie ist zwar, glaube ich, nicht die stärkste Waffe, aber das spielt ja auch nicht wirklich eine Rolle. Ich finde es einfach geil, dass Gearbox sich so viel Mühe damit gegeben hat, so ein Event zu designen und das so, keine Ahnung, rüberzubringen. Und das finde ich echt richtig cool und keine Ahnung. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen bzw. weitergeholfen. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über jeden Daumen hoch und über jedes Abo sehr freuen. Und ja, dann würde ich mal wie immer sagen, haut ihr rein, Leute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!